Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Looter Kings. Und wir sind jetzt gerade wieder dabei, Richtung dem toten Elfenkönig zu kommen. Aber vorher müssen wir jetzt nochmal diese kleinen Viecher hier killen. Und diesmal werden wir auch nicht abnippeln. Bestimmt. Oder Männers? Schaffen wir. Oh. Bestimmt. Wenn's die Mutti sagt. Wenn's die Mutti sagt. Ich wollte gerade sagen, ich hänge hier irgendwie fest. Christian, stell dich mal hier hin. Nee. Ist da nicht. Schön. Spring. Achso, ich muss springen, ne? Währenddessen musst du auch springen. Du musst mich schmeißen. Oh ja, Entschuldigung, Mann. Ich mach das so selten. Ja, du musst von mir runter, sonst kann ich nicht hochspringen. Na toll. Shahida. Fällt eh alles runter. Sag mal, wie toll... Wer ist jetzt schon... René schon wieder. Sag mal, René, wie viel Loot hast du schon wieder? 186. Der hat Lootverbot, ey. 103? Wie viel haben deine Möhren gekostet? 100. Aha. Ich sag's ja. So. Sind wir schon wieder bei dem Geier? Ja. Der tote Elfenkönig. Gleich auf ihn raufballern. Damit ja, er gar nicht so viel. Ich erstmal da drumherum platt machen. Wow! Nee, drumherum ist schlecht. Doch, diese blauen Dinger müssen wir zuerst. Wenn's schafft. Ja. Er saugt bei diesen Elfchen. Aber ich glaube, es läuft. Ich wollte gerade sagen. Sieht ganz gut aus. Ich greife mal beide an, die mir so nahe kommen. Ah. Ah, diese blauen Viecher, Kristallviecher, die sind so ätzend. Lass mich doch mal in Ruhe. Ja, sehr schön, haben wir ihn erledigt. Wunderbar. Bin ich gestorben? Das ist sehr schön. So. Leben. Ich will meinen Pömpel haben. Soll ich hier überhaupt noch looten? Hey, ich krieg hier gar nichts mehr ab. Die Staubsacher wurden schon unterwegs. Ja, ich merk das schon. Ich glaube, das ist schon der vierte Raum, wo ich nichts abkriege. Aber da noch irgendwo was zum Heilen. Heilen? Sieht schlecht aus. Können wir so eine Heilfähigkeit? Unsichtbare Heilung oder? Nein, ich hab Eis. Auch Eis. Ja, ich habe auch Eis. Ich habe ja noch nichts. Also ich kämpfe hier jetzt erstmal. Also. Dreckskäfer. Ja, die Viecher hauen immer so schnapp. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Kleines Vieh. Aua! Ups. Na, schon wieder scheiße, der Pilz. Oh Mann, ich will meine Pömpel-Armbrust haben. Ja, hier ist nichts mehr. Super, ich höre gerade ganz schlecht. Warte mal. Nee. Hä, wieso? Noch schlechter, der Pilz. Ah, leck mir da. Okay, bin tot. Scheiße.
René schmeißt sich gerade weg voll Lachen, ey. Au! Dreckskäfer! Christian? Ich laufe jetzt Christian mal hinterher. Christian, du sollst kämpfen. Der lootet die ganze Zeit, ne? Ja! Christian, hör auf! Ich bin der Schuldige! Ja, wieso? Du hast dir ja schon, konntest dir ja schon viel leisten. Also, wenn du dir deine Möhren schon leisten konntest... Dann spring rauf! Dann spring auf mir rauf! Spring auf mir rauf! Wer denn? Fritz? Na, eigentlich können wir da, aber egal. Warum? Ich? Hier gibt's noch geheime Schätze. Oder so. Aha. Toll. Hier gibt's geheime Schätze. Hä? Er hat einen Pilz gegessen. Fritz, was machst du? Scheiße! Ambulanz habe ich freigeschaltet. Schön. Du hast auch Fälscher um die Beine geholfen. Und runterspringen darf man einfach so oder stirbt man? Ja, kannst du. Muss in den Shop. Wieso könnt ihr euch alle schon was kaufen, ey? Irgendwas. Gute Idee. Naja, ich muss ja sparen, aber trotzdem. Karotte? Ach, nee, Scheiße, ich mach eher was zum Einkochen. Ja, ich ja. Ein Drittel Leben noch. Ja, das hab ich auch gerade gesehen. Ja, hier gibt's aber nichts mehr. Einen schicken Zylinder hat's gegeben. 245. Ja, 245 Loot. Braucht noch einer ein bisschen Loot? Kimmel. Ich kann dir eh nichts mehr kaufen. Wo seid ihr gerade? So. Vor der Tür? Hier hinter dir. Danke. Da wo die Hand leuchtet, oder wie war das? Guck mal, wie. Ey, wirklich. Kümmel braucht Loot. Und wer kommt, die Männer? Ah, nee. Dreckspilze! Ich brauche einen Pilz. Einen vernünftigen. Oh, ne. Au. Weißt du, bestimmt passiert gar nichts. Und Christian lootet und sagt die ganze Zeit: Au. So, Christian, ich laufe dir jetzt hinterher. Christian, da oben sind keine Feinde. Gehst du? Hörst du auf zu looten? Christian ist kein Teamplayer. Es geht los. Es ist vorbei hier. Kannst du nichts kaufen, Christian? Ja. Hörst du noch nichts? Du musst die Leute bekämpfen. Die Gegner. Ja, aber ich brauche bestimmt was. Nee, du musst ja die Sachen freischalten, Christian. Ja, na, hallo, eins nach anderen. Ich hab hier irgend so einen Eistypen an der Backe. Ja, den musst du angreifen. Die musst du angreifen. Und nicht vor dem wegrennen. Der rennt die ganze Zeit. Ja, aber doch nicht mit der Distanzwaffe. Doch, stell dir vor dem hin und lass mich schlagen. Ah, wieder gib. Angriff ist die beste Verteidigung. Richtig. Da hinten auch noch ein paar Pötte. Gibt's hier irgendwie ein paar Pilze oder so? So leuchtende gibt's, ja. Ich höre nämlich schon. Ja, nee, die leuchtenden Dinger, die. Ich glaube, auf der anderen Seite waren noch Pilze, wenn die noch nicht weggenutzt wurden. Hier sind welche. Oh ne, doch nicht. Die sind schon weg. Ach so. Oh, ich hab was Neues. So. Level ab und hat's gar nicht gekriegt. Ein Glucksturban. Die Kopfschmerzkappe von Gluck. Dem Walrosspriester getauscht
gegen eine Zahnschmerzklappe. Was bitte? Nee, Kappe. Sonst, Entschuldigung. Sonst noch irgendwelche Krankheiten? Aber der hat nicht sehr viel. So, ich möchte jetzt erstmal meinen Pömpel haben. Ohne meinen Pömpel läuft hier gar nichts. So. Ich höre aber die ganze Zeit immer noch dumpf. Das stört mich. Der ist schon wieder mit seinen blöden Karotten da. Ja, er heilt sich. Mit seinen Karotten. Ach, er heilt sich wieder. Okay. Ja, wenn er Karotten isst, kann er sich heilen. Oh, wir sind durch. Oh mein Gott, wir sind durch. Ich laufe grundsätzlich ja immer in der verkehrten Richtung. Das kenne ich. Ja, ja. Hier gibt's nichts mehr, Christian, glaub mir. Komm. Ja, schau mal an, wer Schaden ausgeteilt hat. Nee, also. Ja, René. War immerhin Dritter. Zweiter von unten, ne? Ja! Vorletzter! Oi, oi. Wo kommen wir jetzt hin? Stiel am meisten Gold. In die Hölle kommst du, Christian, in die Hölle. Ja, da ist mir eh lieber, weil da ist wenigstens warm, weil der Oma friert mir die Eier ab. Ja, ja. So, ich brauch Pilz, sonst ist... Pilze waren, glaube ich, im Wasser höchstens. Ne. Hab kein Wasser-Champion gefunden. Wasser-Champion. Warte, wir machen's anders. Wir versammeln uns alle mal hier bei mir. Ich heile euch denn. Scheiß auf den Hut. Christian will nicht. Entschuldigung. Ja. Was geht's denn? Gut, mehr kann ich jetzt auch nicht ausrichten. Sonst dauert es zu lange, das Trinken. Ja. Was geht's? Ja. Was ja, ich hab ne Runde Heilung geschmissen. Ja, Christian will aber Loot haben, obwohl er Level 2 ist und sich kaum was leisten Hallo, kann. Hallo, ich bin Hardcore-Spieler. Ja, aber wieso willst du denn Geld haben, wenn du dir nichts kaufen kannst? Damit wir ihn beklauen können. Ja gut, okay. Dann machen wir das so. Ich hab meinen Pömpel, ich bin zufrieden, alles andere ist mir egal. Boah, zigtausend Ratten. Dann lauf! Lauf, Johnny! Jetzt nur noch mal eine Rüstung haben und dann... Oh nee! Oh nee! Oh doch! Ey, statt Christian immer heilt? Nee, er rennt weiter! Hab ich doch gemacht, ey! Ich schwöre dir nicht! Rennt eiskalt an ihm vorbei! Hier ist ein Pilz! Kümmer hat sie ihn schon unter den Nagel gerissen. Ja. Hab ich. Ungewollt. Gewollt. Wie auch immer. Auf der anderen Seite müsste aber auch noch. Hier, guck mal, hier ist noch ein Pilz. Also die Männer sind sehr kommunikativ heute. Ich merk's schon. Ich denke, ich bin diejenige, die durchhängt. Nee. Hier ist auch noch ein Pilz. Wo? Hier, bei mir, hinter dir. Ja, hier. Komm Säule, zu mir. Säule. Ich sag Christian den schon. Ja, macht nix. Moment, ich helfe noch Pilze mitsuchen. Ich glaub, mehr gibt's nicht. Braucht einer Loot oder was? Ich hab jetzt aktuell 268 an mir. Nee, ich brauch nix. Nee, um irgendwas Stärkeres oder so zu kaufen, deswegen war ja. Ich. Hast du dir alles gekauft, was du kaufen kannst, Christian? Ich schau grad. Ja, guck mal. Die.
Ja gut, ich kaufe, also die Schwerter kaufen wir jetzt nicht, also nachdem ich mit der Angriffs unterwegs bin, das wäre Blödsinn. Du musst immer auf die Angriffskarte gucken, was dir am besten so sagt. Ja, es sind Holzschwerter. Ich sag, ich bin eher mit der Angriffs unterwegs. Also braucht dann nicht die Kohle, weil dann schmeißt es. Ja, dann geht her. Warte mal, was für eine Taste war das? 6, ne? 5. René, geh weg! Der wetzt schon wieder die Möhren, du, der Saftsack. Ich habe auch noch Pilze zur Verfügung. Guck mal hier! Alter, das ist wie Tauben füttern! Das ist wie Tauben füttern! Hundertprozentig! Alter! Schmeiß einmal in die Hand hin, komm die ganze Erde. Ja, ich bin leer. Sehr schön, okay, danke. Er ist leer. Er ist leer. Bist du wirklich leer? So. Da hat es nur ein Loot. Was hab ich nur noch gehabt? Aber es bringt ja wohl mehr, wenn ihr irgendwie irgendwas, was eine bessere Waffe oder so oder Rüstung kaufen könnt. Ich komme nicht weiter momentan. Ich denke, bei mir ist es jetzt vom Waschern mit dem nächsten Level halt abhängig. Hm. Ich bin ja auch bald wieder Level ab. Pappe. Wenn die Ratten so ein kaputtes Schutzschild haben, nicht mehr raufbeuern. Ach so, falsch. Weil dann explodieren die Dinger. Sofort. Ja, natürlich. Naja, die sollen ja auch sterben. Aber nicht, wenn jemand in der Nähe ist. Ja, besonders bei ihr gerade. Hier ist ein Pilz, wer braucht dann? Du, Fritz, du? Fritz. Ja, Fritz braucht definitiv einen. Hier ist auch noch einer in der Ecke. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, weil wir gestartet haben. Wird's wieder besser, oder? Ja. Ja. Ich habe jetzt 2/3. 2/3 Leben habe ich wieder. Wenn du nach oben guckst, wo unsere Namen stehen, Christian, dann siehst du auch, wie viel Energie wir jeweils haben. Dann sehe ich was? Dann siehst du jeweils, wie viel Energie wir haben. Das sind unsere Energiebalken. Aber hier ist ein Rad, den geh rüber. Aua! Oh, oh, oh. Yeah! Geister! Aua! Ihr Schweine! Und Kohl und Matte! Ja. Hier ist noch ein Pilz. Fritz. Mhm. Oh, ich muss ja meine Punkte noch einsammeln. Ja, das solltest du tun. Ja, hab ich gemacht. Ja. Ach, Scheiße. Zerlegt schon wieder die ganze Hütte hier. Ja. I, was ist denn das für ein Typ? Golem! Steht da. Golem. Ach du Scheiße, hab ich noch nie gesehen. Bazookaboy. Oh, mit Geistern. Und Ratten. Echt jetzt? Fritz. Oh.
Ja, warte, jetzt ist er schlau. Warte. Kann mal jemand den Golem ablenken? Maischrat. Er ist tot. Sehr gut. Hast du Angst vor dem Golem, Christian? Nö, aber habe ich noch nie gesehen gehabt. Scheiß Kannibalen-Kadaver. Was bitte? Kannibalen-Kadaver, eine Rüstung. Okay. Ist eine Anfängerrüstung. Ach so, ja, ja. Gibt's hier eigentlich noch irgendwie einen Pilz oder irgendwas? Soll ich meine Keule nochmal holen zum Heilen? Wenn du das für mich tun würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Heulen? Aschkarotten, jetzt eine Keule? Ja, sag einmal. Ja, dann werden wir alle nochmal geheilt. So, ich bin mit euch. Ja. Fritz? Ja, ich komme. Einmal in den Kreis. Die. Cool. Danke. Cool. Ich hab sogar einen Heileffekt sogar. Fritz hat eine Unterhose an mit einem Herzchen drauf. Ja. Bling, bling, bling. Eine Windel ist das. Wie die Geier. Wie die Geier. Ja, was soll ich denn machen? Ich brauch den Loot. Ich brauch eine Rüstung. Anziehen haben. Oh, au, au, au. Das wird ja fair für ein böser Sack. Berserker freigeschaltet. Ich bin doch nicht das erste Mal im Berserker. Nee, aber du hast eine bestimmte Anzahl erreicht. Ach, okay. So. Gibt's hier einen Pilz? Hier. Cool, danke. Hier ist auch noch ein Pilz. Christian, oder? Nee. Fritz hat sich den. Hier ist das Sand mit Pilzen. Oh mein Gott. So weit sind wir schon. Cool. Jetzt kann ich mir die gleich kaufen. Da liegt was? Noch eine Kiste und keiner will sie haben. Tito. Jetzt noch meine Rüstung holen und dann alles andere an Loot brauche ich nicht mehr. Bessere Sachen habe ich leider noch nicht. Wäre noch ein Pilz gewesen. Naja. Ich habe gesagt, das Ende mit Pilzen. Hm. Sag mal, Männer, wisst ihr, wann wir angefangen haben? Nee. Ich auch nicht. Hallo, ich konnte dir das alles so geben. Machst einfach nach dem Prinzenschluss und dann. Gut, dann mache ich nach dem Prinzenschluss. Boah, du hast gespoilert. Was? Wer? Wo? Nix. Also. Boss? Ah ne, nein, Miniboss. Nach dem Level will ich machen. So. Ja. So, jetzt bin ich zufrieden. Ja, mach ich. Hat noch jemand 100 Loot? 145? 100. Ich hab ja, 140. Ja, komm her. Komm her, warte mal, ich schmeiß hin. Bling, bling, bling. Wie sie alle entschmeißen. Bling, bling. Sehr freundlich. Ja, kannst mal sehen, ne? Hier hab ich meinen schönen Rock wieder. Ich, ja, Christian, sprech dich aus.
Wir hören dir alle zu. Ich kann nicht mehr, also ich... Ja. Drück doch mal Tab, dann siehst du, wie lange du noch brauchst, bis du in Level aufsteigst. Level? Ach, gerade mal drei Viertels habe ich es gerade mal, vielleicht. Ja. Vielleicht solltest du doch mal das Schwert nehmen. Nein. 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 Außerdem, ich kann jetzt heilen. Du kannst jetzt heilen, das ist schön. Unsichtbare Heilung. Oh nee. Ach, mein Lieblingslevel. Ach, weiß ich. Wie er sich freut. Oh, ich das hasse. Wir müssen aber nicht rüber, oder? Der erste ist schon wieder müssen wir. Nein! Ich bin nicht gesprungen. Warum bin ich nicht gesprungen? Und schied aber auch. Wo? Na, Christian, traust du dich oder soll ich vorlaufen? Na, lauf mal vor. So. Und. Zack. Und tot. Oh, nicht tot. Und wie komme ich jetzt hier raus? Was macht man, wenn man hier ist? Du musst einen Weg finden. Hat sich, glaube ich, erledigt. Sie fliegt gerade davon. Von hier nach wohin muss ich dann? Auf die Brücke hier. Rüber. Ja, auf welche Brücke? Links, hier. Rechts, geradeaus. Komm hier. Komm ich von der Seite dahin, oder? Mit Sprintboost. Ja, ich kann mich schon wieder... Was, Springboost? Ja. Das heißt, welche Tastenkombination? Welche Taste ist das? Kümmel? Chef, die Übersteuerung. Was? Die Übersteuerung. Womit du schneller läufst. Hat Christian noch nie gemacht. Die bei mir nicht, ich lauf gleich schnell. Ja, und hinunter. Gut. Hä? Drückst du die richtige Taste, Christian? Teste das doch da drüben mal. Soll ich dir rüberhelfen? Guck mal, das ist Sprint, was ich mache. Okay, ist die Hochstelltaste bei mir. Kannst aber auch hier lang hüpfen. Das ist nur ein bisschen Glückssache. Oder auch nicht. Das machst du jetzt nicht nach, Christian. Du springst jetzt da einfach rauf. Ja. Ja. Bin auf der Kette. Ah, Scheiße! Ach ja. Und sonst hätte, so? Hätte Fahrradkette. Nein, jetzt komme ich da schon immer hoch. Leck mir doch am Ärmel. Geht's ja nicht. Lass dir doch helfen. Nein, jetzt fahr ja nur durch das Loch. Leck mir doch am Ärmel. Du kannst von da auch mit Sprint gleich hier rauf springen auf die Brücke, ne? Von wo? Spring auf mir rauf. Dort, wo du gerade standest. Wir nehmen eine Abkürzung. Mal sehen, ob das klappt. Ging daneben, oder? Der hat mich getötet. Er wollte dich rüberschmeißen. Hat beinahe geklappt, musst du zugeben. Mal gucken, ob das klappt. Es war Versuchwelt. 2000 Jahre später.
komisch an, der verbrutzelt beim Feuer und da kommt sie drüber, ne? Also. Du kannst hier auf der Kette auch langlaufen, ne? Bei dieser hier. Das ist ja mit Gefühl. Du musst bloß in... Nicht jetzt und dann einfach Sprint, Boost und rüber. Oh mein Gott, ich kann nicht hinschauen. Grüß dich, das ist wie jetzt, wenn du auf 5 Meter drin stehst. Ja. Das ist wie wenn du auf 5 Meter drin stehst. Ich nehm ihn jetzt mit. Nix, will ich selber probieren. Christian, wie viele Stunden wollen wir hier das noch spielen? Keine Ahnung, was da Festplatten hergibt. Ja, nein. Nimm dran vorbei, versammelt. René, zwing ihn. Nimm ihn mit. Ich will jetzt weiter. Ich will weiter. So, jetzt schnell rüber. Ja, ich komm vor der. Wahrscheinlich, ich komm vor dem Pfosten nicht weiter. Ich will über die linken Seite, ist einfacher. Linke Seite? Ja, auf dem Pol da drauf, von dem Pol auf die Brücke. Ja. Okay. Ja, stimmt. Ey, der springt nicht so, wie ich das will. Das ja, ist... so ein bisschen Übung. Warte. Wenn er mir jetzt mal diese Sequenz wert. So, liebe Zuschauer, wie viele Minuten denkst du, dauert dieses Stretch noch? Ja, ihr könnt es ja in den Kommentaren. Ja, jetzt bin ich zweit gesprungen, leck mir doch am Arsch! Wird Christian das schaffen? Das sehen sie in der nächsten Folge. Kann man das auch rausschneiden? Nee, das lasse ich jetzt sowas von drin. Da hab ist kein Loot mehr, Christian, jetzt komm rüber! Ich will Anlauf nehmen. Ja, sitzt's. Geh ich am Pfosten gesprungen? Geh ich am Pfosten, das kann er. Ah, ja, ne? René, hab Erbarm, komm, hol ihn ab. Ich wollte ihn ja rüberschmeißen, das wollte er nicht. Er ist dann hingesprungen. Ja, und jetzt hier mit Shift rüber. Da, ey, das. Also, Christian, irgendwas drückst du falsch. Du drückst. So, jetzt springst du nochmal auf mir rauf. Du musst gerade ausdrücken, dann Shift und dann springen, ne? In der Reihenfolge, ne? Nicht Shift und springen zusammen. Ist er schon wieder daneben gefallen oder sind wir nicht weit genug? Ja. Zu kurz? Zu kurz? Gut, müssen wir länger machen. Kann ich mich vielleicht abstoßen von dir, wenn... Du kannst auch selber E drücken. Was? Du kannst selber E drücken, dann springst du weiter. Ja. Okay. Also, ach, scheiße, ich hab mal, du schmeißt mich jetzt. Ach Gott, ey. Also man merkt es, die Kommunikation zwischen den Männern ist wirklich sehr interessant. Prozentual würde ich behaupten, 40%. Ist hier Weibsvolk anwesend? Weibsvolk, ja, anwesend. Nein, wieso, was möchtest du, Christian? Na, war nur so. Kieselsteine, Nasenottern. So, ja, und jetzt. Da, ja! Oh. Oh Gott, bleib hier! Komm her, ach, komm her! Geh durch die Tür hier, Christian! Geh durch die Tür. Ich kann nicht springen, wenn ich... Christian, komm hier zur Tür! Komm, wenn du jetzt noch stirbst, ich schwöre dir, ey! Kommst du jetzt, Christian? Er muss nur einmal durch die Tür gehen, dann ja, wird er da gezwungen. Er will aber nicht. Geh jetzt die durch die Tür. Oder was? Ja. So, jetzt ist alles gut. Solltest du doch mal sterben, dann spawnst du da. Hei. Ja, Mensch, weißt du, also eigentlich kann ich jetzt schon die Folge beenden. Die Zeit ist vorbei. Ja, da wird rausgeschnitten. Ja, dann. Ah, warte mal. Da, nee, halt, das hier ist ein Entschuldige. Ich, jedes Mal, wenn ich auf Ratten schießen möchte, steht jemand davor. Also irgendwie. Doch mir wurscht, wenn einer steht. Hauptsache Ratte tot. Ja, aber dadurch hast du ja gehört, was René gesagt hat.
Die pfeift die Ratte. Ja, weil sie gleich hochgeht. Ja, Christian, was möchtest du? Ja, ja, ja. Nimm doch mal einen Pilz hier. Wo? Oh. Da war doch einer, wo du gerade warst. Ja. Entschuldigung, ich wollte gerade meine Erfolgspunkte einsammeln. Wo ist ein Pilz? Ach, hier, ja. Also dieser Mann Folge. Ist komplett blind. Komplett. Wie schaffst du das eigentlich, die Taste zu drücken? Du weißt, wo die Orte sind. Was hast du gesagt? Zugehört wird mir also auch nicht mehr. Alles klar. War schon. Können wir, springst du mal runter, da ist Loot. Ja! Nee. Christian macht das schon. Christian, das kriegst du nicht, das Loot. Vergiss es. Das ist Nico. Oh mein Gott, Christian. Deine nächste Episode. Bleib hier auf der Eisenbahnschiene, sixt. Ich sehe schon die Kommentare. Dieser Christian zieht ja das Display voll in die Länge. Hallo, ihr sollt alle was davon haben, oder? Wie war das? Es kommen nur noch Ratten. Irgendwer hat schon wieder gelootet. Ja, wir sind Christian. Fertig. Nein, ich hab gerade mal 82, also ich muss garantiert nicht. Also ich hab vor außerdem, wenn ihr alles gesammelt. Hier am Loot liegen lasst, ne, konnte ich nichts dafür. Ja, und außerdem sammle ich ja jetzt sowieso nur noch für... Für? Für euch, wenn ihr was braucht. Ich bin ja durch. Hier ist ein Pilz, den esse ich. So, jetzt auf geht's hier. Auf geht's, ab geht's, drei Tage. Und schon wieder Ratten? Das wird ja jetzt langsam. Ah, doch mal was anderes. Pimple Power, Pimple Power. Also ich gebe zu, ich habe viel Loot, aber ich habe auch nur viel Loot, um es dann zu verschenken. Wie gesagt. Ich bin echt überlegen, ob ich hier den Kürbisstab wieder erneuern will. Ja, sag Bescheid, ich gebe dir. Also ich habe aktuell 216. Ich habe 458. Ach du Scheiße. Was? Orks, ach du Scheiße. Ach so, ja. Das ist doch ein kleiner. Der ist doch süß. Ein kleiner Süßer. Das ist nur ein Sklave. Ich wollte gerade sagen. Der ist doch süß. Scheiß Ratte. Leben. Damage. Mit Leben kann ich Angst fangen. Leben wird überbewertet. Ach. Puh, in meinem Alter ist es. Ich möchte unbedingt diesen Stab haben, den René hat. Ich will den. Unbedingt. Du siehst ja mein Löffel, ne? Ja, schäm dich. Echt. Wirklich. Wie lange hast du noch für gebraucht, René? Das war Glückssache. Die Waffe spawnen unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, welches Level bin ich eigentlich? Och, ja, 26. Oh, du konntest auch bei Orion kaufen, den Glückstoff. 46 Stunden, ich würde sagen 40 Stunden. Tja. Aber kein das. Na toll. Aber ich hab das Gefühl, ich komme hier überhaupt nicht voran. Ich auch nicht.
Ich hab aktuell 236 Loot, wieso? Also... wir sind doch hier schon am Ende, jetzt kommt doch schon der... der Boss. Der Prinz von Bel-Air. Na, jetzt böse, weil wir sein Daddy getötet haben. Jetzt warte mal, 396 Loot. Ja, kann man was damit anfangen? Komm. Oder? Wir gehen erstmal nach oben. Ja, genau. Okay. Ja, sorry, so weit war ich noch nie. Ja. Das wissen wir, Christian. Das... nee, gebe ich ehrlich zu, sorry. Ja, hallo, in alleine Praxis nicht zocken, also. Doch, zum Leveln. Ja. Richtig. Geschweige denn, ja. Wie oft haben wir dich angeschrieben jetzt schon? Das eine Mal hatte ich was zum Tun und beim anderen Mal war ich jetzt bei den Eltern. Ja, also. Ich hab dir auch so Rinde mal angeschrieben, ohne Kümmels Anwesenheit. Richtig. Ihr du, könnt nämlich noch... auch ohne mich spielen. Hallo, ich hock nicht 24 Stunden vor der Kiste. Das heißt nur lange nicht, dass ich ihm... Ich schreib dir nur an, wenn du online bist. Mehr schreibt man euch auch nicht. Ja, online wo? Über Steam. Ja, das hast du, ich hocke aber nicht unbedingt davor. Ja, aber ich würde sagen, ich beende jetzt hier erstmal diese Folge. Jetzt kommt der Hass. Na, geschweige Hass, um Gottes Willen. Ich will es ja bloß sagen, jetzt hast du nicht unbedingt, dass ich jetzt, weil ich Steam online bin, oder in einem Game drin bin, weil... Ja, ja, genau, Christian, genau. Das, mach weiter. Ja, komm, danke. Mach die Absage. Ja, danke. Ich wollte gerade sagen, darf ich jetzt noch? Nee, gut. Aber wie gesagt, wir beenden jetzt hier diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da oder ein Like. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und in der nächsten Folge seht ihr dann den Elfenprinzen. Boah, jetzt habe ich gespoilert. Aber egal, passt schon. Der wird ganz interessant und ja... Wie gesagt, haut rein, Leute. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.